Heute heißen wir Jan Jagler willkommen. Mein Name ist Ivana Pesic und wir werden heute ein paar Fragen an Jan Jagler stellen, wie seine Saison gelaufen ist und wie er sich die weitere Zukunft so vorstellt. Hi. Also, meistens wieder mit Asseco Pro kommen. Glückwunsch, sehr gut. 10 Siege in Folge, unglaublich. Also, es lief sozusagen perfekt oder kannst du ein bisschen davon erzählen, wie es für dich in Polen war? Ja, Polen eigentlich. Am Ende war es eine gute Saison, muss man auf jeden Fall auf der Habenseite verbuchen. Bisschen Anfangsschwierigkeiten, gerade bei mir und auch, ich denke, in der Mannschaft, in der Europa Liga war es am Anfang nicht ganz so super. Aber ich denke gerade, dass um der letzten 8 zu kommen in der Europa Liga war ein Riesenerfolg für die Mannschaft. Und ja, polnischen Playoffs waren teilweise auch schwierig, auch wenn man die 10-0 am Ende sieht. Es hört sich vielleicht so an, als wenn es einfach war, aber da waren noch ein paar Overtime-Spiele dabei und ein paar Sachen, wo wir hinten lagen und uns dann daran arbeiten mussten. Aber klar, wenn man 10-0 die Playoffs spielt, das ist natürlich immer ein großartiger Erfolg. Super. Die letzten 2 Jahre hast du in Barcelona verbracht. Spanische Liga, Barcelona ist bekannt. ULEP Cup gewonnen, polnischer Meister. Das heißt, kann man mit Jan Jagler in der Mannschaft rechnen mit Titel, Garantie? Oder ist es, würdest du sagen, Zufall oder woran liegt es? Ja, ich denke, auf der einen Seite habe ich in den letzten Jahren einfach gute Mannschaften ausgesucht oder wahrscheinlich auch gute Angebote bekommen von Mannschaften, die mit Favorit waren für viele Sachen. Ansonsten, ja, was heißt Titelgarant, kann man glaube ich von keinem sagen. Also ich denke mal, das kommt immer ein bisschen auf die Mannschaft drauf an, aber es ist schon wichtig, dass man eine Mannschaft findet mit einer guten Chemie und das ist auch immer eine Sache gewesen, nach der ich geguckt habe, bevor ich mir eine Mannschaft ausgesucht habe. Und von daher, klar, wenn das alles zusammenkommt und dann gute Spieler sind, dann passiert sowas. Und ja, klar, ULEP Cup in Spanien und Copa del Rey und jetzt die Meisterschaft. Aber ich meine, 3 Titel sind natürlich auch noch nicht die Welt. Das sind andere, die haben noch einige mehr abgeräumt. Von daher, ja, lief in den letzten Jahren eigentlich ganz gut, aber Titelgarant ist ein bisschen viel. Gut. Basketball-WM 2010, Türkei, groß. Wildcard, unglaublich. Wie hast du dich gefühlt? Also, wie war dein Gefühl, als du es erfahren hast? Ja klar, also ich meine, wir haben uns alle super gefreut. Ich glaube, es gab so eine halbe Telefonkette, wo jeder sich angerufen hat und wir uns alle gegenseitig beglückwünscht haben. Und klar, ich meine, ich war schon mal bei der WM vor 4 Jahren und das war eine super, super Erfahrung und ich hoffe natürlich, dass wir dieses Jahr gerade in der jungen Mannschaft, mit der wir relativ ja, auf Neuland gestoßen letztes Jahr, aber schon teilweise auch erfolgreich waren, dieses Jahr es noch ausbauen können und ja, einfach eine erfolgreiche WM spielen. Ob wer jetzt mal am Ende dabei ist oder nicht, wird man sehen. Aber so oder so, denke ich, kann man da auf jeden Fall hinfahren und hoffen, dass man da das mitnimmt. Das heißt, so sozusagen mit 91 Länderspielen, die du in deiner Karriere und deiner Laufbahn in der deutschen Nationalmannschaft hast, bist du ja sozusagen einer im Kader, der als erfahrener Spieler gilt. Wie schätzt du eure Chancen ein? Also was erwartest du von den Jungen? Wer kommt, wer wird dazu oder wer hat sich gebessert? Wie steht das Team zusammen? Was denkst du? Ja, ich gerade denke gerade, die Jungspieler haben eine Menge Erfahrung gesammelt. Also ob es Tibor Pleiss in Bamberg ist oder ob es Robin Menzing in Ulm war mit dem ersten Jahr in der ersten Liga, ob es Elias Harris in der NCAA war. Also ich gerade diese Spieler, die letztes Jahr das erste Mal auf dieser Bühne gestanden haben, haben in den letzten 10 Monaten sehr viel dazugelernt und werden natürlich ganz anders in diese neue Situation reingehen. Und von daher ist gerade von den Jungen, denke ich mal, sehr viel zu erwarten. Gibt es da jemanden, auf den du dich besonders freust, auf die Entwicklung? Ich denke, dass gerade die 3 Spieler, die gerade genannt sind, natürlich auch in Europa und in Deutschland mit ganz oben gehandelt werden und die mit am interessantesten sind, die Erfolge oder was auch immer wie sie sich entwickelt haben, zu sehen. Und das ist das Entscheidende. Und deswegen hoffe ich, dass die sich zeigen und dass auch von den älteren Spielern einige mit großer Lust wieder anreisen, dass wir einen guten Mix finden und wieder eine erfolgreiche Saison haben. Und für die Zukunft, wo siehst du dich? Wo sehen wir uns? Ja, die Zukunft ist offen wie jedes Jahr. Also ich denke, muss sehen, was der Sommer bringt. Muss sehen, was für Angebote kommen, was für Interesse da sind. Und dann muss man wieder neu die Karten mischen. Aber ich denke, es ist noch relativ früh. Also viele Mannschaften oder einige Mannschaften spielen noch. Mhm. Und von daher ist der Markt, denke ich, fängt gerade erst an, sich zu entwickeln. Aber ich hoffe, dass sich in den nächsten Wochen und Monaten auf jeden Fall was Gutes auftut. Vielen Dank.